Meine Damen und Herren, was in Hanau passiert ist, ist mehr als Totschlag. Wir müssen es aussprechen. Es ist Massenmord, gezielter Angriff gegen Ausländer, Fremde, Nichtdeutsche, egal wie man das nennt. Es war rassistischer und rechter Terror. Und vielleicht war es ein Einzeltäter, aber wurde getragen von einem System der Hetze, der Erniedrigung und der Anleitung zu Gewalt. Und diese Spur führt hinein in den Bundestag, und die AfD ist der Komplize. Nicht anders, meine Damen und Herren, können Ihre Reden verstanden werden. Alice Weidel, 16. Mai 2018 hier im Bundestag. Burkas, Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtste werden unserem Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstand nicht sichern. Ich frage Sie, ist das kein Rassismus? Alexander Gauland am 2. Juni 2016. Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in unserer über tausendjährigen Geschichte. Ich frage Sie, ist das keine Relativierung des Rassenwahns des letzten Jahrhunderts? Und Herr Gauland oder Herr Weidel, Sie haben Herrn Hartwig hier vorgeschickt. Sie hätten an dieses Pult treten müssen und hätten eine Rede halten müssen und sich entschuldigen müssen. Und es war Björn Höcke, der das 21. Jahrhundert berichtet hat, trifft auf der lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstyp und auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp. Ich frage Sie, ist das keine Rassenlehre? Ja, es ist Rassenlehre. Und dieser Mann gehört zu Ihren Reihen. Und dann Markus Frohnmeier am 28. Oktober 2015. Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet. Dort steht der Feind dieser Demokratie, und wir müssen es benennen, meine Damen und Herren. Und, meine Damen und Herren, mit Ihren Reden haben Sie Tätern wie jetzt in Hanau im Glauben gelassen, dass es eine große Zahl gibt, die genauso denken. Sie haben den Boden bereitet. Sie haben sich schuldig gemacht.